Hallo und willkommen zu tooltime.de, eurem IT-Kanal auf YouTube. Toll, dass ihr das Video angeklickt habt. In diesem Video zeige ich euch mal hier einen Canon PIXMA-Drucker. Der hat den Fehler Papierausgabeschacht, Papierstau entfernen. Und da will ich mal zeigen, wie das geht und wie man das richtig macht, ohne da was kaputt zu machen. So sieht diese Fehlermeldung hier im Display aus. Wenn ihr einen Drucker habt ohne Display, dann erscheint die entweder bei euch auf dem Bildschirm, auf dem PC oder auf dem Notebook oder irgendwelche Lichter am Drucker blinken. Dann müsst ihr im Internet nachgucken, was das bedeutet. Meistens kommt dann halt diese Fehlermeldung raus, Papierausgabeschacht, Papierstau entfernen. Im Papierausgabeschacht selber liegt aber jetzt eigentlich gar nichts drin. Und wenn man da diese Klappe hochklappt, dann sieht man hier unten, dass der Drucker versucht hat, das ganze Papier hier unten einzuziehen. Das kann man sich auch so rum angucken, klappt man dieses Teil runter und dann sieht man das auch sehr gut. Hier nochmal in der Nahaufnahme. Der Drucker hat also versucht, den ganzen Papiervorrat auf einmal einzuziehen. Warum das so ist, kann man auch nicht so sagen, aber Canon-Drucker machen das anscheinend öfter. Was man auf keinen Fall machen darf, jetzt direkt hier einmal dran ziehen, auch wenn sich das irgendwie anbietet. Zuerst schalte ich den Drucker mal aus. Danach muss man hier hinten den Stecker rausziehen, damit der Drucker auch wirklich stromlos ist und nicht in irgendeinem Standby-Modus. Die meisten Canon-Drucker haben hier hinten nochmal so eine Klappe. Die kann man so aufklappen. Das geht so nicht. Also man kann die zwar lösen und ein bisschen runter machen, aber man kommt natürlich nicht dran. Da muss man entweder den Drucker so hochnehmen und das so runter machen oder man stellt ihn gleich auf die Seite. Ich habe den Drucker gleich mal auf die Seite gestellt. Das geht wesentlich einfacher jetzt. Da kann man diese Klappe so aufmachen und so ein bisschen umlegen. Ganz ab geht die nicht, bei einigen Modellen schon, bei manchen nicht. Und wenn man den Drucker mal hier so weiterschiebt, dann sieht man hier auch schon das ganze Papier. Das ist ein richtig dicker Stapel. Einige Canon-Drucker, die haben hier unten so ein Papierfach. Da liegt dann das Papier drin. Da kann man dann, wenn man den Drucker so wie hier auf die Seite gestellt hat, dieses Fach hier entfernen oder nach vorne schieben. Kommt dann hier ans Papier dran. Das ist hier nicht der Fall. Hier gibt es nur die Klappe und das hier ist aber alles festgemacht. Das kann man hier nicht öffnen oder so. Bei dem Drucker muss man also jetzt das Papier versuchen, von hinten hier rauszubekommen. Da muss man sehr vorsichtig sein und vor allem muss der Drucker ausgeschaltet sein. Das ist ja hier der Fall. Und dann kann man das hier so ganz vorsichtig hier so ein bisschen rausziehen. Das hier sind jetzt ungefähr so 20 Blatt. Die waren vorher um diese Walze gewickelt. Da dürft ihr natürlich nicht dran ziehen. Dann geht der ganze Druck auf die Walze und das klemmt noch mehr. Und jetzt, wo die gerade sind, gehen die ganz leicht raus. Da ist aber immer noch Papier drin. Es kann sein, dass das in verschiedenen Schüben so eingezogen wurde und ein bisschen versetzt hier drin ist. Und da kann man das jetzt auch mal gerade machen und rausziehen. Das ist ganz schön verknittert. Wie man hier sieht, da hat es die Walzen dann ein bisschen getroffen. Und da muss man als nächstes mal gucken, dass da nichts kaputt ist. Hier sind jede Menge bewegliche Teile. Die müssen auch so beweglich sein. Da darf nichts abgebrochen oder verbogen sein. Verbogen ist es bei Plastik meistens nicht direkt, sondern innen vielleicht im Gelenk. Hier sind so Rollen, die sind auch sauber. Da hängt auch kein Aufkleber oder sowas dran. Keine Büroklammer drin, keine Bonbonpapierchen. Sowas findet man alles mal in so Geräten. Und hier diese ganzen mechanischen Teile hier, die sehen auch alle okay aus. Ich habe den Drucker jetzt wieder richtig hingestellt, ist aber immer noch ohne Stromkabel. Und jetzt kann man hier vorne mal reingucken. Man kann es zumindest versuchen. Bei dem Modell ist es sehr schwierig. Das kann man hier gar nicht bewegen. Das ist eine reine Klappe. Und hier unten ist auch alles schwarz drin, schwarzes Plastik, kann man ganz schwer reingucken, aber man kann auf jeden Fall mal reingreifen und fühlen, ob da irgendwas abgegangen ist. Das ist aber nicht der Fall, fühlt sich zumindest nicht so an und kommt auch gleich nichts rausgefallen wahrscheinlich, da muss man den Drucker mal hochnehmen. Ich nehme den Drucker einfach mal hoch und drehe den mal um, da fällt meistens irgendwo Dreck raus. Vielleicht auch irgendwas, was da nicht reingehört, wie gesagt zum Beispiel ein Stift oder eine Büroklammer, aber hier klappert nichts, hier kommt nichts raus. Kann natürlich sein, dass es ein einmaliger Unfall war. Ich habe jetzt neues Papier reingetan. Das alte Papier hier sollte man auf keinen Fall mehr verwenden. Das kann man wirklich nicht mehr bedrucken. Das ist verbogen, das ist gar nicht gut bei so einem Tintenstrahldrucker. Der Netzstecker steckt und ich schalte das Gerät mal wieder ein. Der Drucker ist jetzt eingeschaltet und hat als erstes gleich mal wieder das ganze Papier eingezogen, aber diesmal nicht so weit wie vorher und da muss man jetzt mal der Ursache auf den Grund gehen. Ich habe diesen Papierstapel genauso wieder rausgeholt wie den ersten und jetzt habe ich mal gar kein Papier drin und schalte den Drucker mal ein, mal gucken, was er jetzt macht.
Hier kommt eine Meldung, dass das Gerät beim letzten Mal nicht korrekt ausgeschaltet wurde und man soll OK drücken, dann mache ich das mal. Und jetzt funktioniert es scheinbar ohne Fehlermeldung und ich habe jetzt mal kein Papier drin und das tue ich jetzt mal rein. Ich lege mal ein Blatt Papier rein diesmal und nicht gleich einen ganzen Stapel und das geht auch nicht so weit rein wie vorher. Scheinbar hat da irgendwas an der Mechanik sich verändert oder irgendein Zahnrad war vielleicht rausgesprungen oder der Motor war an der falschen Stellung und ich mache mal eine Kopie. Das hat funktioniert, das hat er einwandfrei kopiert und hat auch das Blatt richtig eingezogen und jetzt lege ich mal einen ganzen Stapel Papier wieder rein. So, das hat auch geklappt und jetzt zieht er auch wieder Papier vom Stapel ein. Zwei Tipps habe ich noch, wenn bei euch das irgendwie nicht funktioniert oder Probleme bereitet, dann macht mal hier die Klappe auf und schaut mal, wie es hier drin aussieht. Das hat normalerweise nichts mit dem Papiereinzug zu tun hier drin, aber es kann sein, dass hier auch noch Papierfetzen, Papierreste, Fremdkörper drin liegen, die irgendwie die Mechanik blockieren. Also hier dieser Raum, der muss auch immer einwandfrei sein. Da darf nichts drin liegen und da muss der Kopf sich frei bewegen, also hier immer mal reinschauen. Der nächste Tipp, das sind diese Walzen, die hinten im Drucker drin sind. Hier sieht man so zwei graue Gummiwalzen. Das ist ein Kunststoff oder irgendein Gummi. Mit der Zeit wird der A hart und B schmutzig. Wenn man den sauber machen will oder muss, dann kann man hier so ein feuchtes Tuch nehmen und kann hier mit so einem feuchten Tuch hier innen drin drüber gehen. Und wenn der Drucker schon ein, zwei Jahre alt ist, dann kann man das auch mit Schmirgelpapier machen. Muss man natürlich ganz vorsichtig machen. Muss ein kleines Stück Schmirgelpapier nehmen und muss diese Walzen in Längsrichtung ein bisschen aufrauen. Bei dem Drucker hier ist auch noch jede Menge Staub rausgekommen, also Fremdkörper, die können auch so aussehen. Hier nochmal der Schacht mit den Rollen, mal in der Nahaufnahme. Hier sieht man so ein kleines Plastikteil, das gibt es hier unten auch nochmal. Die sind symmetrisch angeordnet und hier sind so kleine Federn, die sieht man kaum, die sind ganz klein. Und die halten hier dieses Element in Position mit einer Spannung. Eine dieser Federn war raus, hat man gar nicht gesehen. Hat man erst gesehen, nachdem ich den Drucker hier sauber gemacht habe mit dem Staubsauger. Und die habe ich jetzt hier wieder reingesetzt. Und es kann sein, dass so ein Element natürlich immer den Papiereinzug blockiert. Nicht immer, aber manchmal. Aber es kann sein, dass es lose ist. Da auf jeden Fall mal nachschauen. Jetzt sieht man das Gerät nochmal von vorne, also hier liegt das Papier drin, das Gerät steht ja auf der Seite und hier schaut man in den Schacht rein, wo das Papier, das neue Papier drin liegt und ganz am Ende sieht man so eine weiße Einheit, da gibt es auch nochmal zwei Rollen, die sollte man auch sauber machen, entweder mit einem feuchten Tuch oder mit Schmirgelpapier, je nachdem wie alt der Drucker ist und da kommt man bei diesem Gerät sehr schwer ran. Um diese Walzen bei dem Gerät sauber zu machen, das sind nicht die Walzen, die wir eben gesehen haben, als man hinten dieses Teil da aufgeklappt hat, muss man hier so rein und dann fühlt man die und dann kann man die sauber machen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und euer Drucker funktioniert wieder. Wenn ja, gebt dem Video doch einfach einen Daumen hoch. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt die einfach unten in die YouTube-Kommentare, da antworte ich gerne drauf. Besucht doch einfach mal die Seite tooltime.de, da findet ihr noch hunderte andere Videos, Beiträge, Fotos, Tipps und Tricks, die es auf dem YouTube-Kanal nicht gibt. Alle im Bereich IT, Computer und Windows. Hier oben blende ich noch ein paar Infokarten ein zu Videos auf meinem Kanal. Da seht ihr dann, wie man Drucker repariert, auseinanderbaut, Druckköpfe reinigt, Windows 10 installiert, Windows 10 klont, Windows 10 repariert oder wie man Notebooks auseinanderbaut. Schaut euch einfach mal um, da sind bestimmt auch Videos für euch dabei und würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert.